Heute geht's ums Glück. Um Hans, der ein Schwein bekommt. Um Fiona, die ihre Schweine glücklich macht. Um Hannah, die Salat liebt. Um Anke, die ein Geschenk für Dennis hat. Um ganz besondere Wünsche. Mit Tanja, André und Knolle. Und dem Elefanten. Es war einmal einer, der hieß Hans. Ja. Und der war sehr glücklich. Denn er bekam einen wertvollen Goldklumpen geschenkt. Voller Stolz macht er sich auf den Weg nach Hause. Doch das Tragen war sehr anstrengend. Da hatte Hans eine Idee. Hallo. Hallihallo. Er tauschte sein kostbares Gold gegen ein schnelles Pferd. Jetzt konnte er reiten. Und er musste auch nichts mehr tragen. Prima. Hans war glücklich. Hab ich ein Glück? Ja. Ja. Hopp, hopp. Aber das mit dem Reiten war gar nicht so einfach. Wie blöd. Da hatte er wieder eine Idee. Guten Tag. Hallo. Er tauschte das Pferd gegen eine Kuh. Die war zwar langsamer, konnte einen aber auch nicht abwerfen. Und wenn man Durst hatte, konnte man Milch von ihr bekommen. Hab ich ein Glück. Die Kuh war zwar sehr nett, nur das Melken klappte leider nicht. Kaputt. So nützte Hans die Kuh nichts. Oh, viel besser. Sei gegrüßt. Hallo. Also tauschte er die Kuh gegen ein Schwein. Das konnte man immerhin noch zu leckerer Wurst verarbeiten. Ein toller Handel. Hab ich ein Glück. Doch wie wird aus einem Schwein eigentlich Wurst gemacht? Keine Ahnung. Hey, komm mit. Guten Abend. Hallo. Da tauschte er doch lieber das Schwein schnell gegen eine Gans. Die hatte Federn, mit denen man ein weiches Kopfkissen füllen konnte. Hab ich ein Glück. Aber die Gans mochte ihre Federn doch lieber selbst behalten. Kein Kissen für Hans. Hey, warte doch mal. Schade. Doch da traf er auf einen Scherenschleifer. Hallo. Ich grüße dich. Der machte stumpfe Sachen wieder scharf. Er zwinkerte Hans zu. Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Wenn ich Geld brauche, schleife ich schnell eine Schere und schwupps, bekomme ich ein Goldstück dafür. Oh. Da war für Hans klar, er wollte auch Scherenschleifer werden. Er tauschte die Gans also gegen den Schleifstein ein und freute sich. Hab ich ein Glück. Doch der Stein war sehr schwer. Hans brauchte eine Pause. Er hatte sehr großen Durst. Da kam der Brunnen gerade recht. Und da passierte es. Platsch, weg war der Stein. Tief im Brunnen verschwunden. Jetzt stand Hans mit leeren Händen da. Aber er ärgerte sich nicht. Überhaupt nicht. Denn so war er plötzlich alle seine Sorgen los. Kein schwerer Stein mehr, der ihn drückt. Und keine Gans, die ihre Federn selbst behalten will. Und kein Schwein, das er nicht verwursten kann. Und keine Kuh, die keine Milch gibt. Und kein Pferd,
das ihn abwirft. Und auch keinen Goldklumpen, der viel zu schwer ist. Heute habe ich wirklich Glück gehabt. Ich habe Glück, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin. Glück ist, wenn meine Eltern wegfahren und ich sie wiedersehe. Glück ist, wenn man eine kleine Schwester hat. Hallo, ich bin Hannah. Das ist mein Lieblingsessen. Salat. Am liebsten esse ich mir mit den Fingern. So schmeckt es mir am besten. Ich schaffe den ganzen Teller. Wetten. Es kriegt da. Manchmal picke ich mir was raus. So. Manchmal schmeckt man mir was. Gleich bin ich fertig. Nur noch ein kleines bisschen. Au. Mein Auge tut weh. Von dem ganzen Salat essen. Menno, die Soße ist so scharf. Die brennt im Auge. So, geschafft. Das war lecker. Thank you.
Mich macht glücklich, wenn ich irgendwo, zum Beispiel in einem Vergnügungspark, Rutschen rutsche, die so steil sind. Mich macht es glücklich, wenn es am Straßenfest eine Hüpfburg gibt. Ich bin glücklich, wenn ich Fußball spiele. Mein Glück ist, wenn ich beim Fußball ein Tor schieße. Zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst oder ich zieh. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich ziehe. Tja, habe ich wohl Pech gehabt. Nein, du hast Glück gehabt, dass ich in der Nähe bin und ein Handtuch für dich habe. Knolle, was ein Glück. Danke. Halbzeit! Mitte der Sendung! Manche Leute sagen, Schweine bringen Glück. Aber heute will ich mein Schweinchen glücklich machen. Und da bin ich. Also, ab aus dem Weg, ihr Hühner. Es geht los. Erstmal gibt es was zu futtern. Schweine lieben es zu fressen. Sie mampfen alles Mögliche. Was gerade da ist. Seht ihr? Ich habe Bananen mitgebracht. Und zwar jede Menge. Damit sind meine Schweinchen schon ziemlich zufrieden. Aber wisst ihr, was Schweine noch glücklich macht? Passt mal auf. Buddeln. Schweine wühlen gerne im Dreck. Sie sind super neugierig und stecken überall ihren Rüssel rein. Wisst ihr, woran man sehen kann, dass Schweine glücklich sind? Sie wedeln dann mit ihrem Schwanz. So wie Hunde. Aber das Allertollste für Schweine sind Matschepfützen. Deshalb mache ich ihnen welche. Matschepampe macht auch mir Spaß. Meine Schweinchen gehen sofort rein. Da schwappen und schlabbern sie in der Pampe rum. Ich habe meine eigene Matschepfütze. Man kann richtig sehen, wie weit die Schweine in der Pfütze waren. Sie haben einen richtigen Dreckrand. Und ich sehe auch schon aus wie ein kleines Schweinchen. Guck mal. Jetzt geht's uns allen gut. Schwein gehabt. Das heißt so viel wie Glück gehabt.
Ich fliegen kann. Mein größtes Glück ist meine Katze Gypsy. Glück ist, wenn wir Eis essen gehen. Mich macht glücklich, wenn ich Geburtstag habe und ganz viele Geschenke kriege. Ich bin einfach nur so glücklich. Dennis hat heute Geburtstag. Oh, und ich bin eingeladen. Wisst ihr, was passiert ist? Ich habe ihn gefragt, was er sich zum Geburtstag wünscht. Und da hat er gesagt, nichts. Ja, Dennis hat gesagt, ich bin schon glücklich. Ich brauche nichts. Dann bin ich in den Laden gegangen und stand da. Und habe mir gedacht, der Dennis wünscht sich nichts. Und da hatte ich eine gute Idee. Ja? Hallo Dennis, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke, hier. Danke. Für dich. Ach, Anke, ich hab dir doch gesagt, dass ich mir nichts gewünscht habe. Ich weiß, weil du glücklich bist, wünschst du dir nichts. Ganz genau. Guck mal rein. Oh, es ist nichts. Aber super, Anke, du hast mir nichts gekauft. Ja. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Nichts. Das ist toll, danke, Anke. Bitte. Ja, dann lass uns doch zu mir reingehen. Ich habe nichts vorbereitet. Juhu. Und wer froh ist, ist ein König. Fast ein Gebet. Wir haben ein Dach. Und Wasser im Haus. Und haben ein Bett.
O Gott, dass doch jeder das alles hätt. Für mich ist es das größte Glück, mit dir, Knolle, und mit dir, Tanja, hier zu sein. Für mich ist das größte Glück auch, Zeit mit euch zu verbringen. Und für mich ist das größte Glück ein Kuchen. Knolle! Ein Kuchen, den ich mit euch zusammen esse. Wow. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Lass uns auf die Reise gehen. Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön. Und wenn du morgen aufstehst, gibt's ein...